Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch das komplette Unboxing von dem YesStyle Adventskalender 2021. Ich habe den erst relativ spät bekommen und der wurde mir auch zugeschickt, denn ich hatte keine Möglichkeit, diesen Kalender zu kaufen. Der wird immer so einmal pro Woche verkauft zu einer ganz komischen Uhrzeit und das ist auch jedes Jahr anders. Der Run auf diesen Kalender ist extrem hoch und ich habe ihn ehrlich gesagt nicht bekommen. Ich habe es 2-3 Mal probiert und es war immer sofort ausverkauft. Also die haben nur eine begrenzte Stückzahl, wobei diese begrenzte Stückzahl schon tausende Kalender beinhaltet. Denn YesStyle ist ein koreanischer Kosmetik-Shop. Nicht nur Kosmetik, auch Fashion haben die, glaube ich. Und die liefern weltweit. Und da bekommt ihr quasi alles aus dem Bereich K-Beauty, aber auch japanische Kosmetik. Also das komplette Programm aus Asien, alles was da Trend ist. Und generell ist Korea, was jetzt K-Beauty ist, schon so der Vorreiter in Sachen Hautpflege, Schönheitspflege. Die haben ein super tolles Programm, wie sie ihre Haut pflegen. Das ist weltweit bekannt. Und in dem Kalender sind garantiert ein paar coole Schätzchen drin. Der Kalender ist auch deshalb so beliebt, weil ihr hier natürlich ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis habt, als wenn ihr die Sachen einzeln kauft. Nichtsdestotrotz zeige ich euch aber trotzdem die Artikel, denn ab und zu hat YesStyle auch Rabatte, und zwar so 10-15%. Die schreibe ich euch dann auch mit in die Infobox und ich verlinke euch jedes Produkt einzeln. Das heißt, ihr könnt dann einzelne Teile shoppen und habt trotzdem einen Vorteil. Der Kalender kostete, meine ich, so um die 150 Euro und wird wahrscheinlich so einen Wert von um die 400 Euro haben. Also ganz so einen guten Deal wird man wahrscheinlich beim Einzelkauf nicht bekommen. Aber wie das immer so ist bei Adventskalendern, gefällt einem ja auch meistens nicht alles, was da drin ist. Und deswegen könnt ihr jetzt schauen, was war da drin, was interessiert euch, was ist vielleicht cool, was ist neu, was kann ich empfehlen. Denn ich habe schon so viele Videos zu Produkten von YesStyle gemacht, also von unterschiedlichen Marken und kann euch da vielleicht so den ein oder anderen Tipp geben. Und wenn das jetzt interessant für euch ist und ihr auch was Cooles gewinnen wollt, dann bleibt dran. Viel Spaß mit dem Video und los geht's. So ihr Lieben, erstmal wünsche ich euch ein wunderschönes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr für den Fall, dass wir uns da noch nicht gehört haben. Und bevor ich jetzt hier starte mit dem Unboxing, zeige ich euch auch noch geschwind, was ihr definitiv gewinnen könnt. Ich blende euch das ein und ich werde euch bestimmt auch noch 1-2 Teile aus dem Adventskalender reinpacken. Da ich den noch nicht geöffnet habe, zeige ich euch das am Ende. Ich habe schon sehr, sehr viele Sachen hier. Ich werde bestimmt auch ein paar Teile verschenken, aber ihr sollt auf jeden Fall was gewinnen. Ist einfach mal ein Dankeschön an euch. Und wenn euch generell solche Beauty-Videos interessieren, würde ich mich natürlich auch total freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und auch einen Daumen nach oben da lasst. Das ist immer super. Okay, dann starten wir jetzt. So, wir schauen uns zuerst mal den Kalender an. Der ist super schwer, deswegen werde ich ihn jetzt nicht hochnehmen, weil ich glaube, da verhebe ich mich, muss ich ehrlich sagen, weil der ist wirklich ein paar Kilo. Das ist wirklich krass. Was mir hieran sehr, sehr gut gefällt aber, hier kommen solche Schubladen. Und in dem Fall ist es sogar so, dass in der ersten Schubladen wirklich die Türchen 1 bis 6 drin sind und man nicht ständig rauf und runter gucken muss und suchen muss, sondern man kann das eins nach dem anderen machen. Das finde ich toll, weil bei so einem Kalender ist es, kann es schon nervig sein, wenn dann immer gucken musst, wo ist das jetzt und so. Und das fand ich einfach sehr gut durchdacht. So, dann starten wir mit Türchen Nummer 1 und ich lasse das dann direkt auch hier vor mir liegen. Den Kalender seht ihr hier, vielleicht mache ich den auch noch zu. Müssen wir mal gleich sehen. Ich packe euch die Produkte hier oben drauf und ich werde euch am Ende natürlich auch nochmal so ein Feedback geben. Wenn ihr euch nämlich den Kalender das nächste Mal kaufen wollt, müsst ihr wirklich schnell sein. Ich hatte den im Jahr davor, also letztes Mal 2020, vorab zugeschickt bekommen und mit den genauen Daten, wann er verkauft wird. Und das waren auch Daten, die für deutsche Zeiten gut waren. Dieses Mal war das aber, glaube ich, irgendwie um 4 Uhr morgens oder um 6 Uhr morgens. Es war ganz komisch. Ich glaube, es war mitten in der Nacht. Naja, und deswegen hat es irgendwie nicht funktioniert bei mir. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt den Kalender und bin sehr gespannt. Wir starten mal mit dem ersten Türchen. Und das ist wirklich so ein klassischer Kläppchenkalender, würde man noch sagen. Und ich bin gespannt. Das ist gleich was richtig Großes. Also dieses Produkt nennt sich Zika and Hyalon. Ich glaube, so könnte die Marke heißen oder auch nicht. Auf jeden Fall ist hier Zika drin. Zika ist Centella Asiatica, wird auch Wassernabel genannt
Und dem werden ganz, ganz viele positive Eigenschaften nachgesagt. Es gibt da unterschiedliche Formulierungen. Ich bin mal gespannt, was das ist. Das ist ein Zika Bubble Sparkling Booster zum Abwaschen anscheinend. Hier steht nämlich drauf Wash Off. Ich mache das mal kurz auf und schaue es mir mal an. Also ich werde euch natürlich über diese ganzen Produkte auch nochmal updaten, wenn ich die alle ausprobiert habe. Weil jetzt kann ich euch natürlich nur zu den Sachen was sagen, die ich schon kenne. Und das ist zum Beispiel ein Produkt, das kenne ich noch nicht. Insofern, also machen wir das Ganze mal auf, was das ist. Ah, okay, ist ja interessant. Hier kommen mehrere Sachets, würde ich mal sagen. Zika Bubble Sparkling Booster. Okay, das Problem ist jetzt hieran zum Beispiel, hier steht es nur auf Koreanisch drauf. Ich habe zum Glück eine koreanische Freundin, aber auf der Seite steht es auch nochmal auf Deutsch. Also falls ihr keine Freundin habt, die es euch übersetzen kann, keine Sorge. Ihr könnt einfach auf die Seite schauen. Ich werde euch die Produkte einzeln verlinken. Und da steht auch es zumindest auf Englisch und meistens auch auf Deutsch. Die haben eigentlich eine sehr, sehr gute deutsche Übersetzung. Und das funktioniert gut. Nicht bei jedem Produkt. Das kommt so ein bisschen auf den Hersteller drauf an, ob die das gut übersetzt haben. Aber in der Regel schon. Oh ja, das ist auf Deutsch auf jeden Fall. Ich habe die Erklärung auf Deutsch gefunden. Das kostet 16 Euro. Ich glaube, ich mache das jetzt immer so, wenn ich die Sachen nicht finde. Ich schaue sie mal ganz schnell im Handy nach. Dann kann ich euch ein bisschen mehr dazu erzählen. Und zwar, du brauchst bei der Reinigung deiner Poren und bei der Entfernung von überschüssigem Talg Hilfe. Dann brauchst du nicht mehr als das Zika Bubble Sparkling Booster Set, das Centella Asiatica Extrakt und drei Arten von Hyaluronsäure enthält, um deine Hautbarriere zu stärken und deine Poren zu reinigen, ohne die Haut austrocknen zu lassen. Eine Minute einwirken lassen, einmassieren, um die abgestorbenen Hautschüppchen zu entfernen und dann mit lauwarmem Wasser abspülen. Also richtig cool, da freue ich mich mega. Das werde ich ausprobieren, das ist auch voll für meine Haut geeignet. Hier sind 10 Stück drin, das ist auch super so zum Mitnehmen, wenn man das mal für unterwegs nutzen will. Oder auch einfach so, dann bleibt das Produkt halt frisch da drin in diesen Tütchen. Finde ich eine sehr, sehr coole Sache. Okay, wir machen einfach mal weiter mit dem zweiten Türchen. Und zwar ist es hier auch eine Full-Size, würde ich sagen. Oh, ihr müsst aufpassen, ich habe mir den Kalender schon ein bisschen kaputt gemacht hier. Es ging ein bisschen schwer raus. So, und das ist eine Full-Size von der Marke Some by Me. Das ist ein Bye-Bye Blemish Vitatox Brightening Bubble Cleanser. Richtig cool. Low pH Brightening Care Cleanser. Und das hört sich doch richtig gut an. Es hat also einen niedrigen pH-Wert. Wenn hier steht Brightening Care, keine Sorge, ihr werdet davon nicht weiß, sondern das heißt einfach nur, dass es die Pigmentflecken theoretisch ein bisschen aufhellen kann, einfach durch unterschiedliche Säuren, die da wahrscheinlich drin sind. Und hier ist es zum Beispiel alles auf Englisch erklärt. Auf der Seite von YesStyle findet ihr aber auch viele deutsche Erklärungen. Es hat extrem viele positive Reviews. Das ist auch immer sehr cool bei YesStyle, dass ihr wirklich sehr, sehr viele Reviews sehen könnt von Leuten, weil das halt international ist. Auf der ganzen Welt seht ihr viele Reviews auch auf Englisch. Aber man kann das auch sehr gut sehen dann, ob ein Produkt gut ist oder nicht, wie die Leute das so generell mögen oder nicht. Okay, hier drin ist zum Beispiel auch Yuzu. Das mag ich total gerne, weil das riecht total angenehm nach so einer, ja, das ist nicht so wie so eine Zitrone, sondern eher so ein Mittelding aus einer Zitrone und einer Mandarine. Das ist so eine Zitrusfrucht, so eine japanische, und das riecht ziemlich gut. So, aufschäumen, 3 bis 5 Minuten auf der Haut einmassieren und dann, damit die feinen Blasen die Haut reinigen können. Das ist einfach ein erfrischender Reinigungsschaum. Das werde ich super gerne benutzen. Finde ich richtig, richtig cool. Und das ist wahrscheinlich auch was für meinen Mann. Ich denke, das können wir so im Doppelpack nutzen. Der mag es auch, wenn es so schön riecht und so. Und ja, sehr coole Geschichte. Dann machen wir weiter mit dem Türchen Nummer 3. Es kann übrigens ein etwas längeres Video werden, also schnappt euch was zu essen oder zu trinken und macht es euch gemütlich, denn hier wird es ein bisschen länger dauern wahrscheinlich. Weiter geht's mit einem Augenbrauenprodukt, würde ich sagen. Hen All Sharp nennt sich das, in der Farbe Gentle Brown. Es gibt wohl 6 unterschiedliche Farben. Und jetzt bin ich echt gespannt, was das ist. Das ist ein Augenbrauenpuder höchstwahrscheinlich. Ich mache das mal gerade auf. Also die Augenbrauenprodukte von YesStyle sind so genial. Ich habe mir letztens welche bestellt von, da habe ich so ein ganzes Video gemacht, ich glaube von Clio. Das war sehr, sehr cool. So, und das ist von der Marke Romand. Ja, die ist auch toll. Da habe ich auch ein paar Produkte schon von. Und das ist auf der einen Seite ein Micro Brow Pencil.
richtig nice. Also, das Schöne ist, die Augenbrauenstifte, die Micro-Brow-Pencils, die ihr dort kaufen könnt, von unterschiedlichen Marken, die sind wirklich fein. Das ist wirklich richtig fein. Weil die Asiaten generell ja auch so feine Augenbrauen haben in der Regel. Und damit könnt ihr das wirklich nachzeichnen, als ob ihr einzelne Härchen habt. Die betonen das ja nicht so krass wie wir, sondern die machen das so immer so ein bisschen natürlicher. Und das sieht auch super, super schön aus. Und deswegen finde ich das ziemlich cool. So, in der Mitte kann man das Ding auch aufschrauben. Da hat man hier noch so ein kleines Puderteil mit dabei. Probiere ich auch mal aus. Ja, da kommt so ein ganz kleines bisschen. Könnt ihr so diesen Powder-Brow-Effekt machen. Wow, das ist richtig cool. Dann habt ihr auf der dritten Seite, also ganz am Ende, auch noch ein Bürstchen. Das ist richtig toll durchdacht. Also den werde ich sehr, sehr gerne mal verwenden. Ich habe jetzt logischerweise schon was drin. Aber das finde ich toll. Richtig toll. Romand. Okay. Bin ich sehr gespannt, was der kostet. Ich blende es euch ein. Ich gucke jetzt nicht bei jedem Produkt nach, wenn ich das kenne oder wenn ich es jetzt ausprobiere. Aber hinterher mache ich das ja auf jeden Fall, weil alle Produkte unten verlinkt sind. Und übrigens habe ich auch bei YesStyle einen separaten Code, der heißt Frankas Faves. Das habe ich ganz vergessen zu sagen. Damit könnt ihr generell auch nochmal 5% on top sparen und den könnt ihr auch kombinieren mit anderen Codes. Ganz vergessen. Seht ihr mal. So, dann machen wir weiter mit dem vierten Türchen. Ups. Und ich muss sagen, also hier, den könnt ihr nicht mehr wiederverwenden. Ne? Der ist auch, glaube ich, nicht für das gedacht. Ihr könnt ja die Umverpackung vielleicht noch verwenden, aber das hier, das ist so fipselig, das reißt auseinander, wenn man das öffnet. Da muss man schon sehr, sehr vorsichtig sein. Okay, was ist das denn hier? Das sieht ja super interessant aus. So schaut das aus. Könnte Puder sein. Peach Cotton Multi Finishing Powder, New Version. Okay, von der Firma Skin Food. Von denen hatte ich auch schon mal irgendwie mir irgendwas mal gekauft. Ich glaube, am Flughafen in Asien. Ich gucke dann immer, ob ich irgendwas Neues entdecke. Und daher sind die mir bekannt. Moment, ich gucke mir das mal an. Ah ja, es könnte ein Puder sein. Das ist ein ganz normales, transparentes Puder, einfach nur um Glanz zu nehmen, ohne Farbe. Das finde ich ziemlich gut, weil ansonsten wäre es ja schwierig, in einen Adventskalender eine Farbe reinzupacken, die für jeden interessant ist. Das ist die Firma Skin Food, da seht ihr das nochmal. Finde ich schön, das ist eine Full-Size-Größe, kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Würde ich einfach mal demnächst machen. Dann machen wir weiter mit dem Türchen Nummer 5. Oh, cool. Also bisher geile Marken, irgendwie was Neues für mich, muss ich sagen. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass ich die meisten Sachen schon habe und dass es ähnliche Sachen wie letztes Jahr sind, sind es aber gar nicht, kann ich euch schon mal sagen. So, das ist das Pep Balm. Become happy with a simple dab of vibrant and lively moments. Okay, ich nehme mal an, dass das so ein Balsam ist, was man für Lippen und Wangen verwenden kann. So schaut das Produkt aus. Also wahrscheinlich kann man das wirklich für alles verwenden. Meistens sind ja solche Balms, die man jetzt zum Beispiel auch für die Wangen verwenden kann, auch für die Lippen zu verwenden und so weiter und so fort. Okay. Das ist ziemlich cool, ne? Es riecht nach nichts. Es ist glossy. Ich würde sagen, es ist eher ein Lip Balm. Da das so ein glossy Finish hat, nehme ich eher mal an, dass es für die Lippen gedacht ist und es hat aber eine richtig schöne Farbe. Wenn man wenig verwendet, kann man es bestimmt auch als Blush verwenden. Wow, also das finde ich richtig cool. Die Marke heißt wahrscheinlich I'm Meme oder Mem oder Cool, also das ist nicht schlecht. Das ist ziemlich cool. Vor allen Dingen hier, das ist wie so ein Stain. Das heißt, das bleibt dann, kann man gar nicht mehr verwischen. Doch, noch ein bisschen. Aber sowas finde ich immer sehr, sehr interessant und spannend. Auf dem Finger ist es jetzt auf jeden Fall drauf und geht gar nicht weg. Ich werde mir das mal gerade abmachen. Dann machen wir weiter. Ich habe gerade gesehen, das ist tatsächlich ein multifunktionelles Balsam. Für die Lippen und für die Wangen. Es gibt es in 5 Farben, kostet um die 7 Euro. Finde ich ziemlich gut. Vor allen Dingen, es sah jetzt auf der Hand so richtig langanhaltend aus. Und das soll es auch sein. Also da freue ich mich, das auf jeden Fall auszuprobieren. Sehr schön. So, und dann kommen wir zur letzten Tür in dieser Schublade, und zwar Nummer 6. Bin gespannt, ob das jetzt was Besonderes ist. Moment doch. Wow, etwas von COSRX. Die Marke gibt es auch hier in Deutschland, ist sie schon sehr etabliert.
Oh, das ist richtig cool. Das finde ich richtig gut für die Nummer 6. Und zwar sind das Snail Hydrogel Eye Patches. Ich liebe ja Augenpatches. Das ist jetzt mit so einem Schneckenschleim, muss man sagen, muss man mögen. Also ist jetzt die Frage, aber viele schwören da drauf. Und ich hatte letztens mal eine Augencreme ausprobiert, weil die in einer Beautybox war und fand das auch ziemlich gut, muss ich sagen. Und das sind Hydrogel-Patches und es sind 60 Stück. Das ist natürlich ein super geniales Preis-Leistungs-Verhältnis wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was das kosten wird. Kann sein, dass das 20, 30 Euro kostet, aber vielleicht auch weniger. Auf jeden Fall bekommt ihr hier so eine Packung mit 60 Patches. Und da hat man echt lange was davon. Das ist wirklich cool. Ich weiß, sehr viele von euch verwenden das täglich, um einfach so geschwollene Augenringe wegzubekommen. Und das kann man halt dann, wenn man so eine große Packung hat, echt super machen. Das hält dann wirklich für einen Monat. Und das werde ich auf jeden Fall austesten. Finde ich richtig gut. Jo. So, wir machen weiter mit dem zweiten Schuber oder mit der zweiten Schublade. Und zwar mit dem Türchen Nummer 7. Und das ist richtig groß. Also da bin ich jetzt sehr gespannt. Okay. Das sieht interessant aus. Was ist das denn? Eine Mascara? Das ist ja voll geil. Schaut euch das mal an. Das ist eine Lash Correcting Mascara Curling von Holika Holika. Und dazu auch noch ein Entferner. Das sieht ja richtig fancy aus, ne? Also so sieht das Bürstchen aus hinten. Das ist auch direkt abgebildet. Kommt ein kleines Täschchen mit. Man hat auch direkt ein Eye-Make-up-Remover. Das finde ich richtig gut. Das werde ich mir wahrscheinlich für den Urlaub mitnehmen. Finde ich total klasse. Ich werde es einmal ausprobieren, ob es wirklich auch für wasserfeste Mascara ist. Und diese Mascara sieht ja voll genial aus, ne? Ach komm, ich mache sie mal auf. Ich werde die eh demnächst probieren. Ein interessantes Bürstchen auf der einen Seite. So, und auf der anderen Seite hat es längere Borsten. Sowas habe ich auch noch gar nicht gesehen. Sehr interessant. Also das muss ich mal austesten. Hyper Curling nennt die sich. Ich habe jetzt natürlich Fake Lashes, aber das werde ich mal testen. Und dann update ich euch. Aber diese Verpackung hier, das finde ich richtig toll. Das ist auch voll schön jetzt, wenn man das so als Adventskalender öffnet, muss ich sagen. Aber man kann sich das ja auch separat kaufen natürlich, ne? So, dann geht es weiter mit der Nummer 8. Und hier, ihr seht, ich reiße immer so ein bisschen. Also am Packaging hätten sie was machen können. Aber Packaging ist ja nicht alles. Ich sehe was voll Geiles. Oh Gott, Prism von Clio. Oh mein Gott, was ist das? Schaut mal bitte. Ich habe von denen einen absolut genialen Highlighter. Diese Marke ist so genial. Ich habe letztens ein Full Face damit gemacht. Habe ich mir alles selber gekauft, weil ich irgendwie eine YouTuberin gesehen hatte, die eine Highlighter, ja, die ein Mascara-Video gemacht hat. Und dann habe ich gedacht, wow, da sind so viele coole Produkte von der Marke und vor allen Dingen so viele gute Bewertungen von ganz vielen Produkten. Und das ist hier der Prism Highlighter Duo Cream Fizz in dieser Farbe. Und das habe ich zum Glück auch noch nicht. Ansonsten hätte ich es euch verlost. Aber ich bin immer froh, wenn ich mal was Neues testen kann. Schaut mal. Wow. Das sieht ja richtig spektakulär aus, ne? Es ist auch sehr schwer. Das sind voll meine Farben. Das ist ja geil. Schaut mal bitte. Oh mein Gott. Hier ist ein toller Spiegel mit drin. Und also ich habe einen Highlighter. Der ist so ein bisschen goldig-korallig, den finde ich so schön. Der sieht auf der Haut einfach so wunderbar aus. Ich habe jetzt schon was drauf, aber ich swatche es euch mal gerade. Zwei Töne. Mal gucken, ob man das im Swatch sieht. Ja, das ist. Okay, das ist so cool. Und zwar müsst ihr euch so vorstellen bei dieser Marke. Das glänzt nass. Die haben auch solche Schimmer-Sparkles für die Augen, ja, fürs Lid. Und wenn ich das jetzt so verteile, ich merke überhaupt kein pudriges Gefühl am Finger. Es fühlt sich, ja, feucht fühlt sich es nicht an, aber es fühlt sich an wie Seide. Ich kann das nicht beschreiben. Also doch, ich würde sagen wie Seide und ich weiß nicht, ob die Kamera das so auffängt. Der wahre Effekt, der kommt tatsächlich im Tageslicht und in der Realität. Das sieht einfach wunderschön aus. Es ist ein ganz toller Glanz von diesen Produkten.
Und ich sehe schon, dass das genauso cool ist wie das, was ich habe. Meins, den ich habe, der ist ein bisschen extremer von der Farbe her. Und ich finde es jetzt total schön, dass ich sowas habe. Das ist ähnlich vom Glanz her auch wie mein Natasha Denona Highlighter, den ich hier drauf habe. Das ist alles ein sehr ähnlicher Vibe. Ich glaube, ich werde mir den jetzt doch noch on top auftragen. Vielleicht seht ihr noch was. Also in der einen Farbe ist ein bisschen mehr Glitzer drin, wobei das nicht wirklich Glitzer ist. Und der ist so ein bisschen smoother. Ich muss es kurz mal ausprobieren, auch wenn man es wahrscheinlich nicht sieht. Ich glaube, ich nehme mal diese glitzerigere. Also sehr wirklich glitzern tut das nicht, ne? Kommt da noch was on top? Ja, ich glaube, das ist jetzt schwierig. Ich habe ein super Highlight auch von Natasha drauf. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen arg viel, aber ich liebe es einfach. Das ist so eine ähnliche, ja, es ist nicht ähnlich wie die. Es ist eine ganz andere Zusammenstellung. Wenn ihr es zum Beispiel mit so einem schimmernden, metallischen Highlighter von Natasha Denona vergleicht, der ist sehr pudrig und ihr spürt das Produkt. Und hier ist das so. Wenn ich jetzt so mache, das ist so, als ob man das Produkt spürt, man überhaupt nicht. Es fühlt sich an wie Seide und es sieht auf der Haut auch, es verschmilzt einfach so mit der Haut, dass ihr nicht seht, dass da ein Puderprodukt drauf ist. Das ist ganz irre. Also das ist wirklich richtig, richtig geil. Da freue ich mich extrem drüber. Und das kann ich euch auch empfehlen, euch generell mal diese Marke anzuschauen, Clio. Die ist einfach traumhaft. Vor allen Dingen die Mascara. Die werde ich euch auch mal unten verlinken. Wenn ihr die nicht habt, da braucht ihr keine Fake Lashes. Die ist richtig genial. Ne? Da habe ich jetzt aber ganz schön lange rumgemacht. Ne? So, wir machen jetzt mal weiter mit der Nummer 9. Ups. Oh, das ist ja toll. Also ich muss sagen, ich glaube, das ist mit einer der besten Kalender. Das sehe ich jetzt schon wieder. Kein Wunder, dass der so schnell ausverkauft war. Und zwar ist das eine Time Stop Peptide Eye Cream for Face. Finde ich immer geil, wenn die das draufschreiben, dass das for Face ist. Ich meine, die Augen liegen im Gesicht, aber egal. Revitalizing Extra Firming Radiant Looking. Das ist eine Premium Eye Cream mit Damask-Szena-Rose und Honig. Und das hilft wohl, Zeichen von Hautalterung zu mildern. Da sind noch sehr viele natürliche Inhaltsstoffe drin, auf die wohl auch ein Patent haben. Hört sich richtig gut an. Inflex zum Beispiel. Multilamellar-Emulsion und ein Polypeptid, ein spezielles. Das hört sich echt toll an. Okay, also gegen Augenpflege gibt es, finde ich, nichts zu meckern. Da freue ich mich immer sehr drüber und das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. So, wir machen weiter mit der Nummer 10. Und zwar ist das ein Volume Fix Essential Lip Oil. Okay, das hört sich auch spannend an. Das Interessante ist, guck mal. Ein Volume Fix Essential Lip Oil. Wahrscheinlich einfach nur ein Lippenöl, was eure Lippen ein bisschen voller erscheinen lassen soll. Ich meine, sowas können wir eigentlich immer ganz gut gebrauchen. Werde ich auch sehr gerne mal auschecken. So, weiter geht's mit Türchen Nummer 11. Hier haben wir was von Purito wahrscheinlich. Das sieht danach aus. Ja, was ist das? Was ist das? Purito auf jeden Fall. Das sieht man schon an der Verpackung, ne? Das ist die Dermeet Seeker Barrier Sleeping Pack. Eine Unscented Comfort Sleeping Pack. Das ist calming and soothing, also beruhigend, mit einem Super Centella Komplex. Lock-in Moisture during overnight. Wake up with supple and plump skin. Also, die Feuchtigkeit wird in der Haut gehalten über Nacht und ihr wacht dann wirklich mit strahlender Haut auf. Da sind Ceramide drin, da ist Hyaluronsäure drin und ein Super Seeker Komplex. Und das muss ich ausprobieren. Das hört sich richtig, richtig gut an. Oh mein Gott, ey, alles neue Sachen. Das gibt's gar nicht. Finde ich mega, mega. Ich glaube, alleine so eine Creme kostet bestimmt um die 10 bis 15 Euro. Manche sind auch 20, aber ihr findet dort kaum Produkte, die über 30 Euro kosten. Also das ist das Coole daran. Die Sachen sind nicht so teuer. Ihr könnt euch super einzelne Produkte nachkaufen und werdet davon nicht arm. Und dann könnt ihr noch einen Rabattcode nehmen. Dann könnt ihr noch meinen Code FrankasFaves nehmen. Nochmal 5% sparen. Und dann haben die immer wieder auch auf einzelne Marken auch Rabatte. Und das ist so toll. Hier sind jetzt 80 Milliliter drin. Eine Creme, die ihr über Nacht drauf lasst. Und am nächsten Morgen seht ihr besser aus. Also was will man mehr? Ich glaube, das wollen wir alle. Hört sich gut an, ne? Werde ich testen und euch dann updaten. Und dann kommen wir zum letzten Türchen in dieser Schublade, die Nummer 12.
auch wieder ein Full-Size-Produkt, und zwar eine Hand-and-Foot-Cream, Perfume-Cream, Fresh Emerald steht hier drauf. Oh, da bin ich ja mal sehr gespannt. Fresh Emerald hört sich voll nach meiner Richtung an. Die Top-Noten ist Ozonic, Green und Melon. Middle-Note Jasmine, Sambac, Neroli, Lily of the Valley. Und Base-Note ist Musk und Amber. Und das ist einfach eine Hand- und Fußcreme. Also diese Noten, die hören sich extrem gut an. Da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt. So schaut die Verpackung aus. Das ist von Village Factory. Bin ich immer gespannt. Das sieht so nach so maritim aus, ne? Oh ja, das riecht super. Das ist, zieht total schnell ein. Das riecht super gut. Aber das riecht überhaupt nicht so intensiv, wie das jetzt da drauf steht. Dann würde man denken, boah, da erschlägt einen oder so. Das riecht total angenehm. Das riecht richtig, richtig gut. Das ist voll mein Ding. Aber das riecht nicht extrem. Das riecht überhaupt nicht extrem. So eine richtig schöne Handpflege. Ist auch direkt schön mit Feuchtigkeit versorgt. Aber überhaupt nicht extrem oder so. Das ist überhaupt nicht fettig, gar nichts. Fühlt sich richtig gut an und versorgt die Haut einfach mit Feuchtigkeit. So, ihr Lieben, weiter geht's mit der dritten Schublade. Wir machen direkt weiter mit der Tür Nummer 13. So, und hier ist was von Mison drin. Ein Cleansing Balm. Oh, das ist ja toll. Zikaluronic nennt sich das. Synergy between Centella Asiatica und Hyaluronic Acid. Also, das hört sich perfekt an. Richtig traumhaft. Und es ist einfach ein Abschminkbalsam, würde ich sagen. Directions. Apply a proper amount. Genau. Auf das trockene Gesicht auftragen. Könnt ihr euch komplett das Make-up mit entfernen. Könnt ihr einfach abwaschen. Und diese asiatischen Produkte funktionieren meistens richtig, richtig gut. Da habe ich schon sehr, sehr viele getestet, wo ich sehr, sehr begeistert von war. Das werde ich einfach mal ausprobieren und euch dann updaten. So, ich glaube, ich packe die Produkte jetzt zum Teil. Ich packe die zum Teil mal daneben und zeige euch am Ende nochmal einen Überblick. Aber mir geht so ein bisschen der Platz aus. So, hier haben wir jetzt die 14 und die ist richtig groß. Wow, das sind Tuchmasken und zwar richtig viele. Okay, wie viele sind das denn? Von Pyeongkangyul. Ach, wie schön. Das ist ein Calming Mask Pack. Und zwar sind das 5 Stück. Richtig schön. So schaut es aus. Und das ist zum Einmalgebrauch einfach eine Sheet Mask. Die Marke mag ich total gerne. Die haben ganz tolle Serien. Super verträgliche Hautpflege. Also wenn ihr super empfindliche Haut habt, das werdet ihr wahrscheinlich vertragen. Also als ich extrem Probleme mit Ekzemen hatte, hatte ich mir so ein Serum von denen gekauft und eine Pflegecreme. Und da sind ganz reduzierte Inhaltsstoffe drin. Und es hat mir richtig gut getan. Und ja, also jetzt habe ich nicht mehr so viele Probleme zum Glück. Aber das hat mir da sehr geholfen, weil da auch kein Parfum drin ist. Ne? Und deswegen, das werde ich gerne ausprobieren. Zur Beruhigung perfekt. Ne? So, dann machen wir weiter mit der Nummer 15. Aber wie gesagt, updaten werde ich euch auf jeden Fall auch. So, und das ist ein Noni Light Oil Serum von Unique. Krass, ey. Schon wieder eine Full Size. Ein Advanced Anti-Aging Rich Moisturizing Wrinkle Care. Also wirklich etwas gezielt gegen Falten. Using the dropper, gently apply an appropriate amount. Also ist das quasi so ein leichtes Ölserum, was ihr unter eurer Pflege auftragen könnt. Und das ist extra für so trockene Haut und auch schon, wenn ihr schon so ein paar Falten habt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was ich mal an meine Mama weitergeben werde. Ich denke, das wird der richtig gut gefallen, denn hier sind unterschiedliche Öle drin und sie gibt mir auch immer Feedback, wie die Sachen sind. Und ich habe ihr auch schon einige Sachen, gerade von den asiatischen Sachen, nachgekauft, die sie richtig gut fand. Ich glaube, das könnte sowas sein, was genau das Richtige für sie ist. Einfach so eine Öl in Serum, Lotion, die man sich halt aufträgt, wo man richtig schön viel Feuchtigkeit bekommt. Dann machen wir mit der 16 weiter. Wow, das sieht interessant aus. Von Claire's. Eine Gentle Black Sugar Charcoal Soap. Und das soll einfach die Unreinheiten entfernen. Allerdings ist sowas eigentlich immer für fettige Haut super. Und ich glaube, das ist wirklich tatsächlich mal nichts für meine Haut. Werde ich mal schauen, was ich damit mache. Das kann euch natürlich bei so einem Adventskalender dann passieren, dass ihr Sachen nicht vertragt oder dass es einfach nicht eurem Hauttyp entsprechend ist.
Ihr könnt es weiter verschenken. Ich werde es wahrscheinlich auch mit in die Verlosung packen. Gentle Black Sugar Charcoal Soap. Hört sich erstmal gut an, aber wie gesagt, es wird wahrscheinlich für mich ein bisschen zu intensiv sein. Dann machen wir weiter mit der Nummer 17. Das sieht ja lustig aus. Okay, was ist das? Das ist irgendwie ein Pinsel wahrscheinlich, ein Pinselset. Ach, okay. Cotton Candy nennt sich das. 4 in 1. Ein, wie so eine Kapsel. Und da sind dann 4 Pinsel drin für die Augen und auch fürs Gesicht. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, ne? So ein bisschen retro-mäßig. Werde ich mir mal angucken genauer und vor allen Dingen auch, wie diese Pinsel sind. So schaut das Set aus. Für einen Urlaub ist sowas super praktisch, ne? Habt ihr einmal so einen ganz normalen Gesichtspinsel, Puderpinsel? Ah, die Frage ist halt immer, wie kriege ich das jetzt wieder hier rein, ne? Muss ich das dann so komisch zusammenhalten? Ah, das finde ich nicht so optimal durchdacht. Also das finde ich irgendwie so ein bisschen komisch bei vielen Konstruktionen, die so Travel-Size sind. Wie kriege ich dieses Ding jetzt hier wieder draufgesetzt? Naja, lassen wir es mal ab. Ah, okay, so. Das ist richtig clever. Das ist richtig clever. So, dann kann man das hier auch abmachen, einfach so. Und hier habt ihr 3 Pinselchen drin. Och, das ist ja echt süß. Kleine Pinsel, so schaut der aus. Ein Blendepinsel. Ein kleiner. Ich glaube sogar, das ist so ein Set, was ich mir mit in Urlaub nehmen werde. Das ist nämlich genau das, was ich brauche. Ich brauche einen größeren zum Verblenden, einen kleineren zum Verblenden und sowas. Ich meine, ich habe sowas auch in klein, aber ich finde das so von der Idee her nicht so schlecht. Und wenn man das dann auch noch halt, wartet mal, kann ich das jetzt hier auch? Na, das brauche ich hier gar nicht. Hier kann ich es einfach draufstecken. Ja, also das ist ziemlich gut durchdacht, ne? Finde ich sehr, sehr gut. Ja, werde ich auf jeden Fall auschecken. Und passt zu meinem Oberteil jetzt. Okay, für den Fall, dass der Bildwinkel jetzt ein bisschen anders ist, ich musste meine Kamera neu justieren, ich musste sie aufladen, weil das Video schon so lange geht. So lange halten die Akkus immer nicht. Okay, ihr Süßen, dann machen wir jetzt einfach weiter mit der Nummer 18. Die haben wir hier oben. Das ist ja toll. Was ist denn das? Ein Spray. Und zwar von der Marke Neogen All Day Locking Fixer, also so ein Fixierspray. Ultimate Fixing Power to Maximize the Longevity of Make-up. Das sieht cool aus, muss ich sagen. Das probiere ich direkt mal aus. Habe ich schon so viel von gehört. Guck mal, das sieht richtig gut aus, ne? Also so total spacig, irgendwie passt zum Kalender. Ich schüttel das mal. Ich bin gespannt, wie der Nebel ist. Oh, das riecht gut, angenehm, ein bisschen dezent und vor allen Dingen ist es ein ganz dünner Nebel, also so ein feiner Nebel. Oh ja, oh, das ist richtig cool. Oh, ich glaube, ich hatte schon mal sowas Ähnliches. Das ist der Hammer. Wow, ich bin ein bisschen nah an mich rangegangen. Ihr müsst dann immer so ein bisschen wedeln. Aber das ist richtig cool, das Zeug sieht auch voll fancy aus. Ja, werde ich jetzt mal austesten, wie lange mein Make-up hält. Sieht erstmal gut aus. So, das war es auch schon mit dieser Schublade. Wir nähern uns dem Ende und ich zeige euch jetzt die letzte. So, die fühlt sich wieder richtig schwer an und wir machen weiter mit der Nummer 19. Oh, das könnte auch etwas Make-up-mäßiges sein. Nee, das ist von Secret Key, ein Black Snail Original. Hier drin haben wir eine Black Snail Original Cream. Wahrscheinlich deshalb Original, weil hier besonders viel schwarzer Schneckenschleim drin ist. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich das finde. Ich habe so eine Creme auch noch nicht ausprobiert. Ich hatte immer nur so Augenpflege oder so Serien, wo so ein Teil drin war. Aber ich habe gelesen, hier ist wohl 82% schwarzer Schneckenschleim drin. Und naja, ich weiß noch nicht genau, ob ich das gut finde oder nicht. Wenn ihr damit Erfahrung habt, schreibt mir es gerne mal in die Kommentare. Ich lasse mich ja gerne eines Besseren belehren. Ich habe von vielen gehört, dass es total super ist. Ich finde es halt, wenn so viel davon drin ist, finde ich es irgendwie so ein bisschen eklig von der Vorstellung her, ne? Aber okay, das muss jeder für sich selbst entscheiden. So, wir machen dann weiter mit der Nummer 20. Okay. Get Loose Glitter Gel. Das hört sich sehr interessant an. Und zwar ist das ein Face and Body Glitter Gel. Oh, ich liebe sowas. Das
Könnte auch noch in so einem schönen Pink sein. Ich mach's mal auf. Da kommt so ein Deckel mit. Es riecht hart nach Plastik. Okay. Und es ist nur für external use. Also man soll es nicht schlucken, logischerweise. Schaut mal, wie schön da ist Glitter drin. In rosa, würde ich sagen. Oder so lila. Okay, deswegen ist da so ein Deckel. Ich mache es mal auf. Ich probiere es mal aus, ja? Ich bin interessiert. Oh, okay, okay. Das ist ja geil. Schaut mal bitte. Sehr, sehr cool. Okay, ich nehme mir einfach mal ein bisschen was davon ab und mache es direkt wieder zu. Dann muss man den Deckel dann noch drauf machen und gut zumachen, damit das Ganze nicht eintrocknet. Und dann machen wir das mal hier. Yes. Ja, das ist schön. Also ich sag mal, ist das auch für die Augen gedacht oder Face and Body? Ja, okay. Man muss schon aufpassen, dass einem das wahrscheinlich nicht so in die Augen kommt. Ich würde aber sagen, dass sowas ja tendenziell eher auf den Augen verwendet wird. Da ist auch schon gleichzeitig so ein Gel drin, dass das auch noch hält. Ja, also dann könnt ihr euch einfach so drauf tupfen, vielleicht aufs mittlere Lid ohne Gewehr. Ja, bei solchen Sachen muss man immer aufpassen, dass einem das nicht ins Auge kommt. Fürs Gesicht fände ich den Glitter sonst viel zu grob. Für eine Silvesterparty vielleicht okay, aber auch da würde ich eher auf so einen feinen Mikro-Glimmer bauen, und weil ich das einfach eleganter finde. Fürs Auge finde ich sowas allerdings ziemlich cool, und dadurch, dass da so ein Gel drin ist, bleibt das halt wahrscheinlich auch an Ort und Stelle. Und so schaut es jetzt richtig schön aus. Oh, geil. Ja, also wenn ihr einen schwarzen Lidschatten habt und ihr packt euch einfach davon so ein bisschen was so drauf, so wie jetzt mein Lidschatten hier, dann sieht das natürlich schön aus. Ihr habt einen tollen Effekt und ja, ich mag sowas. Okay, dann machen wir weiter mit der 21. Oh, sehr cool. Von Isntree etwas. Und diese Marke ist absolut genial. Das ist The Real Mugwort Clay Mask Strong Sebum Care Exfoliating Rough Skin und Refreshing Exhausted Skin. Also wenn die Haut überanstrengend ist und auch richtig rau ist, dann wird sie wohl gepeelt und refreshed. Und ja, wahrscheinlich soll auch so ein bisschen der Fettglanz minimiert werden. Soft Clay Formula, which contains real mugwort extract and leaf power, cares excessive sebum. Also es ist für ölige Haut gedacht. Ich muss mal fragen, ob mein Mann daran Interesse hat. Ansonsten finde ich das sehr spannend. Für mich wird es nicht geeignet sein, weil das wirklich sowas ist, um dieses überschüssige Sebum zu entfernen. Und das habe ich nur partiell. Also ich könnte es nur partiell verwenden, nicht im ganzen Gesicht. Ja, hört sich super interessant an. Sehr schön. Oh, das ist ja toll. Von I'm From. Moment. Aber ihr seht schon, der Kalender ist zerrupft hinterher. Also den werde ich dann in den Papiermüll tun. Und zwar ist das von I'm From Honey ein Honigserum. Oh, das sieht super aus. I'm From Honey Serum contains Honey Glow Queen. That is the essential proprietary ingredient. It improves sensitive skin and makes tired skin glowing to look healthy. Give the radiance, bla bla blub. Okay, das ist also einfach ein Serum, ist es aber auf jeden Fall. Es ist keine Creme, ich habe nochmal geschaut. Und das werde ich mal ausprobieren. Ich habe von dieser Linie, von I'm From, so heißt die Marke, unterschiedliche Produkte schon getestet. Unter anderem finde ich den I'm From Cleanser, I'm From Fick, so ein feigen Reinigungsbalsam, sehr gut. Ich kriege es jetzt gerade nicht auf, ist auch egal. Das ist ein Serum, was Honig enthält und einfach eure Haut mit Feuchtigkeit versorgen soll. Und ja, Honig ist auch generell ganz gut verträglich, wenn man nicht irgendwie gegen solche Sachen allergisch ist. Das sind nämlich einige. Da muss man dann ein bisschen aufpassen, aber ansonsten soll das einfach die Haut beruhigen, Feuchtigkeit spenden und so ein Glow geben. Das werde ich auf jeden Fall gerne mal ausprobieren. So, als nächstes haben wir die 23. Okay. Und hier ist was zum Schminken wahrscheinlich drin. Das ist der Merle Bite the Beat Mellow Tint. Das sieht interessant aus. Brie Rose ist wahrscheinlich die Farbe, die ich hier habe. Und Another Me nennt sich das. So schaut's aus.
Die sind bekannt, generell diese Lippenprodukte von denen. Ah, so, hier war so eine Verpackung, so ein Seal. Dass sie super lange halten, sehr natürlich sind. Das ist meistens ziemlich geil. Oh, das ist ein Gloss. Okay. Ich trage es mal hier auf. Oh, das ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Ich glaube, ich probiere den mal. Das riecht total fruchtig, angenehm. Okay, ich glaube, ich werde das mal ausprobieren, weil das passt von der Farbe her sehr gut zu meinem Pulli jetzt. So, ihr Lieben, ich habe gerade gesehen, ich habe mir das gerade entfernt, dass das ist kein Gloss, das ist ein Stain. Das heißt, das bleibt dann richtig schön. Und das könnte aber wirklich eine sehr, sehr schöne Farbe sein. Ich probiere es einfach mal aus. Am besten ist wirklich, man trägt sich erstmal ein kleines bisschen was in der Mitte auf. Krass, ne? Also das ist eine heftige Farbe. Ich finde die aber ziemlich cool, muss ich sagen. Wahrscheinlich wird das sehr, sehr lange halten. Ich mache das jetzt mal so. Ich gebe mir das einmal. Und wir warten jetzt einfach mal. Wir haben ja noch ein Türchen. Ich finde, es sieht super schön aus. Das ist so ein bisschen matt. Ist aber überhaupt nicht austrocknend. Ist eine schöne Qualität. Mir gefallen sehr, sehr viele von diesen Stains und sowas. Das ist ein Lip-Tint, genau. Bite the Beat Mellow Tint. So nennt sich das. Und ja, mir gefällt es gut. Das ist die Farbe Nummer 8, Brie Rose. Ich finde es aber eher so ein Korallton, ne? Ja, aber sehr, 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 sehr schön. Okay, und jetzt kommen wir zum letzten Türchen und zwar zu 24. Genau, hier gibt es auch nur 24, keine 25. Und hier, was ist denn das? Vielleicht eine Palette? Moment mal. All Take Mood Palette, eine Mutiful Rose Palette von Peripera. Ah, von der Marke habe ich auch schon mal was für die Lippen gehabt. Das war auch ziemlich cool. Also Mutiful Rose könnte voll was für mich sein. Ich mache das mal auf. Wow, das sieht ja cool aus. Ich habe eben gerade gedacht, ist das irgendwie kaputt gegangen? Nee, schaut mal bitte. Da ist so ein, ja, wie so Wölkchen sind da drauf. Das ist ja voll genial. Okay. Wow, okay. Das ist ja toll. Das sind genau meine Farben. Oh, ich liebe sowas. Peripera heißt die Marke. Das ist ja eine traumhafte Palette. Für den Alltag, aber auch für, dass es so ein bisschen schön ist. Super zum Verreisen von der Farbe her. Ich werde jetzt mal gerade dieses schimmernde Ton hier in der Mitte mal swatchen. Okay, das ist der Lidschatten. Das ist ziemlich cool. Der hat so richtig tolle Sparkles. Wow, das ist voll mein Ding. Schaut mal bitte. Und dann gibt es auch noch einen, der nicht ganz so krass ist, aber wow, der hat auch so eine Konsistenz wie dieser Highlighter, wie so ein Seide, wie so Satin. Ja, das ist, ich glaube, das wird in der Kamera sehr, sehr schwierig sein, das aufzufassen, aber sowas sieht in echt einfach immer total gut aus. Jetzt swatche ich gerade noch mal einen dunklen matten Ton, ob die auch schön sind. Ja, schaut mal. Richtig schöne Pigmentierung. Oh Gott, geil. Also das ist wirklich richtig cool. Da sind mehrere. Wie viele Matte sind da drin? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Matte und 2 schimmernde. Tolle Farben kann man für den Alltag nutzen, aber auch zum Ausgehen. Das ist richtig geil. Damit werde ich auf jeden Fall mal einen Look schminken. Und mich hat bisher die asiatische Kosmetik sehr, sehr, sehr begeistert. Das ist eine traumhaft schöne Palette. Da freue ich mich jetzt schon sehr, sehr drauf. Okay, ihr Süßen, also das war's mit dem Adventskalender. Ich bin sehr begeistert. Ich zeige euch jetzt gleich mal noch einen Überblick und dann blende ich euch ein, was ich an euch verlosen werde. So, ihr Lieben, also ich blende euch einfach mal ein, so eine Gesamtübersicht über die Produkte. Ich finde, es ist so cool, dass da so viele Full-Size-Größen drin sind und vor allen Dingen, dass ich die meisten Sachen auch noch nicht kenne. Gefällt mir persönlich auch richtig gut. Ich habe jetzt richtig viel zum Ausprobieren. Es werden dann auf jeden Fall noch einige Videos kommen, wo ich euch so ein bisschen updaten werde über die Produkte. Ich werde euch aber trotzdem auch ein paar Produkte verlosen. Den größten Teil werde ich selber testen
Und ich habe euch aber deswegen in weiser Voraussicht ein tolles Beauty-Paket schon mal zusammengestellt. Das blende ich euch jetzt schon mal ein. Und da habt ihr auch eine schöne Mischung aus Pflege, dekorativer Kosmetik. Und jetzt zeige ich euch aber trotzdem, was ich euch hieraus noch verlose. Und zwar werdet ihr einmal dieses Bye Bye Blemish Vitatox Brightening Bubble Cleanser, den werdet ihr bekommen. Dann werde ich euch das transparente Puder einpacken, weil ich habe ganz, ganz viele Puder. Und das kann halt jeder verwenden, deswegen finde ich es ziemlich cool. Dann experimentell, mal gucken, ob ihr da Lust zu habt, diese Black Snail Cream. Weil wie gesagt, Cremes ist so eine Sache bei mir. Und dann auch noch diese Real Mugwort Clay Mask. Also letztendlich ist diese Verlosung hier eher für die gedacht, die ein bisschen mehr öligere Haut haben. Ich glaube, das ist dann eher was für euch. Ansonsten, wenn ihr so meinen Hauttyp habt, ich verlinke euch alle Produkte unten in der Infobox. Schaut da gerne rein. Da könnt ihr euch die auch einzeln kaufen. Die sind alle nicht so teuer. Aber die Sachen, die ich jetzt gar nicht verwenden kann, die gebe ich natürlich auch gerne weiter. Und ich werde euch auch eine von diesen Masken hier reinpacken, damit ihr das einfach auch mal ausprobieren könnt. Denn das ist ein 5er-Pack. Und dann habt ihr was zum Ausprobieren. Und dann bekommt ihr noch ein von mir zusammengestelltes Beauty-Paket. Und dann hoffe ich, freut ihr euch darüber. Und mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, nächstes Jahr kann man den Kalender früher kaufen. Und es ist eine andere Zeit, dass es irgendwie ein bisschen besser ist. Das würde ich mir echt wünschen. Ansonsten sage ich vielen Dank an YesStyle, dass ihr mir den doch noch geschickt habt. Auch wenn es ein bisschen später war, freue ich mich sehr. Jetzt kann ich viel ausprobieren und euch auch updaten, was davon wirklich gut ist. Lippenstift, guckt mal selbst. Finde ich ziemlich schön, der wird sehr lange halten, ist super komfortabel. Also diese ganzen Lippenprodukte kann ich euch eh sehr, sehr empfehlen. Schaut euch da gerne um, alles ist unten verlinkt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, schreibt mir einfach einen lieben Kommentar, welches Produkt ihr am interessantesten gefunden habt, ob ihr euch den Kalender sichern konntet oder nicht. Und ansonsten könnt ihr auch einfach den Hashtag Verlosung nehmen. Ich drücke euch die Däumchen, ich wünsche euch ganz viel Glück dabei. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dem Video bei Gefallen auch einen Daumen nach oben gebt. Hier gibt es nochmal zwei meiner letzten Videos. Hier könnt ihr mich abonnieren. Und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal.